Hallo, liebe deutschsprachige Tee-Freunde aus ganzer Welt und vor allem aus Österreich, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Belgien, aus Dänemark, aus Italien und aus meiner Heimat, dem Elsass. Willkommen zu einem neuen Teekurs mit mir, Stefan Erler. Ich bin der Gründer des Tea Masters Blogs und der tea-masters.com Teeboutique in Taiwan. Heute wollen wir ein bisschen feiern, denn diese Woche hat mein Blog 18 Jahre gefeiert. Das war am Donnerstag, den glaube ich, den 16. Juni, denn vor 18 Jahren habe ich meinen ersten Blogbeitrag geschrieben auf Französisch, auf Englisch und auf Deutsch damals. Damals habe ich ein bisschen mehr Deutsch gesprochen, denn kurz davor, während des 5, 6 Jahren war ich bei Siemens in Taiwan und das gab mir viele Gelegenheit, Deutsch zu sprechen. Ich bin ja auch Deutsch-Franzose, komme aus dem Elsass. Aber danach fiel es mir ein bisschen schwerer und ich fand auch, dass weniger Deutsche mich folgten. Also habe ich mehr auf Englisch, wo ich die größte Volksschaft habe, und dann auf Französisch die zweitgrößte geschrieben und leider ein bisschen weniger auf Deutsch. Aber es fällt mir nicht so schwer, Deutsch zu sprechen, auch wenn manchmal die Wörter fehlen. Deshalb mache ich diese Klassen jetzt auch auf Video auf Deutsch, auch für mich, damit ich nicht mein Deutsch ganz, ganz vergesse. Und bei dieser Gelegenheit der 18 Jahre Feier mache ich auch 18 Produkte mit minus 18% Rabatt auf meinem Boutique. Da könnt ihr euch gute Geschäfte machen. Vor allem jetzt, wo die Preise von Benzin, Gas etc. alles viel teurer wird. Meine Tees werden billiger, also gute Neuigkeit, bis Ende Juni nur, also beeilt euch, diese guten Geschäfte zu machen. Heute möchte ich also mit großem Stil, mit dem besten Oolong, den ich habe, meinen Dailing 104K, diese Feier machen. Und diesmal mache ich meinen Tee zur selben Zeit, wie ich die Klasse mache, damit ich auch ein bisschen was zu trinken bekomme. Und noch eins, heute, wenn jemand dabei ist, dann habt ihr eine Möglichkeit, eins dieser Chabus zu gewinnen während dieser Klasse. Wenn niemand live dabei ist, dann halt Pech gehabt. Also, ich hatte es annonciert, wenn ihr nicht da seid, dann ist es euer Pech. Also, zuerst aufwärmen, mein Gaiwan, und dann vorbereiten. Hier ein paar Blätter, Oolong-Blätter. Schön gerollt. Die Blätter sind ziemlich klein. Für einen Hochberg-Oolong ist es ein bisschen klein, das heißt, das ist das, was man zum Ende hat im Paket, im Teebeutel. Die Blätter, die kleinsten sind, sind die, die übrig bleiben. Aber oft sind es auch die feinsten Blätter, die kleinsten. Deshalb bin ich ziemlich gespannt, wie gut das schmecken wird. Hab solch einen guten Tee trinke ich nicht jeden Tag. Also, die Blätter müssen sich öffnen, also mache ich mehr Energie. Ja, da tanzen die Blätter ziemlich schön. Und da helfe ich dir auch ein bisschen zu tanzen. Und 2, 3. Polizei. Und Deckel zu. Und jetzt einfach abwarten, bis das C fertig und bereit ist. Da ich für diesen Kurs einen Chabu als Geschenk für euch gedacht habe,
Da ist mir eingefallen, wir können auch wieder einen Kurs über Chabu machen. Denn wenn ich in meinen letzten 18 Jahren Blog da reingucke und mich erinnere, was ich da Schönes, Großes getan habe, da gab es natürlich ganz viele Erinnerungen in diesen 18 Jahren bei Keramiker zu kooperieren, David Louvot oder Michel François oder natürlich nach Dailing zu gehen, auf T-Fairs in Brüssel und in Hemay in Sichuan dabei zu sein, Tee mit Michelin 1, 2, 3 Sterne-Restaurants zu kombinieren. Natürlich auch meine Reisen nach Amerika zum Penn State University. Das waren auch schöne Höhepunkte. Natürlich die vielen Leute, die ich dabei bei jeder Reise in Prag oder im Elsass oder in Paris oder in Pennsylvania oder in New York getroffen habe. Das sind auch schöne Erinnerungen. Das Schloss Favorit bei Rastatt ist auch ein schönes Ziel für Porzellanliebhaber. Das ist ganz in der Nähe von wo meine Eltern wohnen. Es wurde zur Zeit gebaut, als Meißen anfing, Porzellan zu produzieren. Und man sieht, dass in diesem Schloss Favorit also ganz viel Porzellan zu sehen ist. Das hat natürlich mit der Teegeschichte auch viel zu tun. Aber ich glaube, wenn man meinen Blog sich anschaut, dann was in diesen 18 Jahren da ein bisschen rauskommt, ist, dass ich versucht habe, bei jedem Tee es etwas anders zu gestalten. Und ein wichtiges Zubehör, das ist der Chabu. Ich bin zwar nicht der Erste, der den Chabu benutzt hat, sogar mein Lehrer Tipak ist nicht der Erste, der Chabu benutzt hat in Taiwan, aber er hat dafür ein sehr schönes Buch geschrieben, hier, Chashi Mantolo, also Mandala, wo er viel. Also nicht nur die Theorie erklärt über wie man seine Teezubehöre organisiert, sondern also als ein Mandala, also dass man Harmonie sucht, wo was hingehört. Und für jede Dynastie hat er da also einen Stil gefunden. Also er hat wirklich dieses Buch zum 2008 herausgebracht und seitdem versuche ich seine Konzepte in meinen Tee-Vorbereitungen zu benutzen. Und ich glaube, ich habe in diesen vielen Jahren es geschafft, dass vor allem durch den Chabu, dass jedes Tee seine eigene Persönlichkeit bekam. Es hat seine eigene Geschichte, es hat auch seinen eigenen Mut. Man zum Beispiel heute für diesen Darjeeling, also ein Hochland-Oolong, das ist bei über 2500 Metern hoch, habe ich einen Berg, den Berg Fidschi und diese Welle genommen, die viel Frische mit sich bringt. Der Fuji-Berg hat sogar noch ein bisschen Schnee auf seiner Spitze und das zeigt, dass diese hohen Berge, die sind sehr, sehr kalt nachts. Deshalb ist diese Frische im Oolong so schön erhalten. Warum Fidschi? Warum der Fidschi-Berg? Denn Taiwan war ja 50 Jahre lang eine Kolonie von Japan und deshalb gibt es viele Connections zwischen Taiwan und
und Japan. Und diese, vor allem diese Chabus, diese Ästhetik, das hat auch viele Verbindungen mit Japan. Viele Obis, also das sind die, ein Teil der Kleider aus Japan, was hier am Magen, was hier den Kleid zusammenhält, das wird auch als manchmal als langer Chabu benutzt in Taiwan. Und auf jeden Fall die Schönheit von der Teezeremonie in Japan hat die Teezeremonie in Taiwan auch beeinflusst. Und deshalb macht es auch Sinn, diese zwei japanische Symbole, diese Welle von Hokusai und den Fuji-Berg zu benutzen und dann auch eine blaue Farbe für das blaue Himmel in Dailing. Denn über 2000 Metern ist die Luft viel klarer als hier in Taipei. Denn ja, wenn man sehr hoch ist, sind die Wolken, die vielen Wolken sind schon weg. Und vor allem morgens ist der Himmel super blau und super schön zu sehen. Okay, mein Tee schmeckt wirklich, wirklich fein. Ich werde zu Tränen gerührt von diesem Tee. Das ist der Dailing aus dem Frühling 2020. Aber schmeckt immer noch sehr schön und frisch. Ja, und vor allem sehr, sehr geschmeidig und hat diese wirkliche Reinheit pur und diese Energie des hohen Berges. Was können denn Chabus uns auch sonst mitbringen? Welche andere Funktionen haben sie, außer eine Atmosphäre zu kreieren, ein Thema eben zum Vorschein zu bringen, Blau oder Berge, Frische durch die Welle? Ein Chabu hilft uns auch sehr, sehr leise unseren Tee zu machen, denn ihr hört nichts, wenn ich meine Porzellanschale hier auf den Chabu stelle, hört man nichts. Aber wäre das aus Porzellan oder vielleicht aus Holz, dann würde man es hören. Und deshalb ist es viel leiser, wenn man einen Chabu benutzt, als wenn man eine harte Fläche benutzt. Was sonst? Wenn man eine harte Fläche benutzt, dann kann das Wasser ja nicht weggehen. Und was passiert dann, wenn man seinen Becher da hat und drauf hat? Da fällt dann ab ein Tropfen immer runter. Und das ist sehr, sehr unangenehm, denn man hat dann ein bisschen Angst, die Schale bei sich zu nehmen. Oh, jetzt spritzt es, jetzt tropft es auf meine Beine, auf mein Kleid. Deshalb ist es wirklich nicht sehr angenehm, wenn Wasser auf der Fläche, auf der Oberfläche da sitzen bleibt. Und es ist also viel schöner, viel gemütlicher, wenn das Wasser vom Chabu absorbiert wird. Somit dann tropft die Schale nicht, wenn man sie zu sich nimmt, hat man keine Angst, hat man keinen Stress, dass noch ein Tropfen da auf uns runterfällt.
Das ist also auch eine andere Funktion des Chabu, dass es also das Wasser auf sich nimmt, absorbiert. Eine andere Funktion, finde ich, ist, dass man versucht, dass kein Tropfen draufkommt auf den Chabu. Man versucht es, wie sagt man, es macht uns mehr, ja, wir passen mehr auf, weil wir möchten unseren Chabu so sauber wie möglich erhalten. Und also müssen wir aufpassen, dass kein Tropfen daneben geht. Aber im selben Moment, also es macht nichts, wenn es ein paar Tropfen sind. Hier, wenn es eine harte Oberfläche ist, dann würde jedes Tropfen ein Problem machen. Aber bei einem Chabu, wo doch ein bisschen Wasser absorbiert werden kann, ist es nicht ein zu großes Problem, wenn ein paar Tropfen daneben gehen. Wir möchten auch nicht 100% Stress haben, dass man es perfekt macht. Wenn man nicht perfekt ist, dann macht das nichts. Es wird trotzdem absorbiert, aber man versucht so wenig wie möglich Tropfen daneben zu gießen. Und deshalb hilft es uns, mehr aufzupassen, mehr konzentriert zu sein, vielleicht auch ruhiger sich zu verhalten. Und das ist auch finde ich, eine große Leistung des Chabus. Okay, warten wir noch ein bisschen. Was macht denn sonst noch ein Chabu? Es macht auch, dass jedes Tee unique, also wie heißt es, unique auf Deutsch? Man hat wenn man mehrere Chabus hat und wenn man auch mehrere Zubehör benutzt, vielleicht verschiedene Pflanzen, kann man unendlich viele Variationen kreieren, sodass man nie denselben Tee zweimal mit dem selben Setup macht. Dass jedes Mal das Chashi ein bisschen anders wirkt. Und das hilft uns, besser zu erinnern, wann wir welchen Tee hatten, wenn man diese Chashi fotografiert. Denn man trinkt nie zweimal den Tee mit denselben Sachen oder demselben Chashi. Wenn ihr auf meinen Blog geht, dann werdet ihr feststellen, dass ich sehr, sehr wenig meine Chabu zweimal benutze oder zweimal mit den exakt selben Sachen und den exakt selben Tee. Für mich ist jedes Mal ein neues Tee, ein neues Ereignis und ich versuche es so viel wie ich kann, wirklich, dass es eins ist, dass es sich nicht wiederholt. Und die blaue Farbe hier hilft auch, sich die Kälte zu fühlen, diese Frische. Ja, wenn heute, ihr seht ja, es ist draußen sehr, sehr warm in Taiwan. Wir müssen wahrscheinlich bei die 25 Grad haben und es ist so heiß. Man möchte wirklich frische
erleben. Und diese blaue Farbe, die bringt Frische dem Geist und man fühlt sich auch gleich viel frischer, als würde ich jetzt einen roten Chabu benutzen. Das würde mich, da würde ich mich viel wärmer fühlen. Okay, was kann man denn sonst sagen über den Chabu? Was macht er sonst? Ein Chabu hilft uns auch, einen Rahmen zu kreieren. Also man weiß, okay, es gibt einen Horizont, es gibt auch einen in diesem viereckigen Chabu werde ich meine Vorbereitung vornehmen und okay, das sind daraus, vielleicht habe ich meinen Wassercontainer oder meine Jar, aber sonst ein Chabu hilft uns zu sagen, okay, mein Tee passiert hier und nicht dort oder dort. Es gibt uns also einen Rahmen und sagt uns, okay, hier müssen wir uns konzentrieren. Das ist hier unser Fokus und die Stelle für meine Teekanne oder mein Gaiwan ist hier im Mittelpunkt dieses Chabus und dann können wir mit Hilfe dieses Rahmens unsere Zubehöre so organisieren, damit sie harmonisch zusammenwirken. Es ist einfach, hier meinen Tee zu holen. Alles ist und vor allem es ist noch einfacher, meinen Gaiwan zu benutzen, denn es ist wirklich in der Mitte, gerade vor mir. Und dieser Chabu hilft also, diesen Rahmen für unsere Zubehöre zu kreieren. Noch einmal, noch zum Wohl. Okay, ich glaube, das wären ganz schon also viele Funktionen schon für einen einzigen Zubehör, den Chabu. Es sieht also ziemlich einfach aus. Ich mache sie immer in zwei Farben, also eine Farbe für die erste Seite und immer schwarz für die Rückseite, denn schwarz kann man mit allen Farben gut kombinieren und man kann viele schöne Fotografien machen. Man sieht auch immer mehr Leute, die Chabus benutzen in Instagram, um ihre Tees vorzubereiten. Ich glaube, da ist auch, wo ich am meisten dazu beigetragen habe, diese Kultur im Westen zu verbreiten. Und da bin ich auch sehr ziemlich stolz darüber und froh, wenn ihr Teefreunde mehr Freude bekommt, indem sie einen Chabu benutzt und diese Harmonie zwischen allen Zubehörern besser organisieren könnt und auch die Harmonie vor allem zwischen den Zubehören und dem Tee. Und das, finde ich, bringt viel Sinn. Es macht auch mehr Freude, den Tee zu genießen, als einfach auf einem Tisch ohne diesen Setup, das die Ästhetik und die Funktion und die Stille auch mit sich bringen, dank des Chabus. Ich wünsche euch einen schönen Juni und wir sehen uns noch nächste Woche für einen letzten Kurs vor dem Sommerunterbrechungen, für den Sommerurlaub. Und also bis nächste Woche. Und da ich niemand in den Kommentaren sehe, muss ich leider diese Chabus für mich behalten.
oder für den nächsten Kurs mal sehen. Also, danke fürs Zuschauen auf YouTube. Leider wart ihr nicht da bei Facebook, aber macht nichts. Wir machen eine andere Video nächste Woche. Dann zum vielleicht habt ihr dann eine Möglichkeit, einen Chabu zu gewinnen als Nachtrag. Also nächste Woche, Sonntagmorgen, 9:30 Uhr, seid dabei. Tschüss!